Herr Ritter, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir haben heute schon viel über den Beruf des Erziehers und Erzieherinnen gesprochen. Es ist im Wandel, es steigen die Anforderungen an die Fachkräfte. Die Erwartungen der Eltern an die Kitas sind heutzutage höher wie vielleicht noch vor einigen Jahren. Gleichzeitig haben wir den quantitativen massiven Ausbau der Angebote, der Betreuung. Und obwohl wir in Hamburg eine gute Ausgangslage durch die Kita-Gutscheinsystem haben, fehlen auch hier Fachkräfte. Was bis jetzt noch nicht erwähnt wurde, sind die hohen Teilzeitquoten. Wir haben in Hamburg im Vergleich zu anderen Bundesländern besonders viele Erzieherinnen, die in Teilzeit arbeiten. Teil der Lösung kann nicht nur sein, dass wir mehr Fachkräfte ausbilden, sondern dass wir auch die vorhandenen Fachkräfte denen ermöglichen, Vollzeit zu arbeiten. Denn nicht alle arbeiten tatsächlich freiwillig in Teilzeit. Und dafür müssen wir für verbesserte Rahmenbedingungen sorgen und dafür Anreize schaffen. Ja, akademische Fachkräfte, wenn ich Frau Blümeke nicht verteidigen darf, aber sie sprach ja vom Personalmix. Das heißt also, nicht alle in der Kita sollen, wie Herr de Vries das verstanden hat, akademisiert werden. Wir sind auch für einen Mix in der Kita. Allerdings heißt das natürlich auch vor allem, Frau Blümeke, Geld in die Hand zu nehmen, um das hinzubekommen. Da müssten wir halt im Ausschuss nochmal drüber sprechen, wo das denn herkommt. Das brauchen wir halt auch mal als konkrete Auf... Also das ist immer so ein Problem, ne? Wo soll das herkommen? Ja, die GAL fordert, oder die Grünen jetzt, angepasste Ausbildungsinhalte und mehr Plätze an Fachschulen für Umschulung und Quereinsteigerprogramme oder auch an Fachhochschulen. Guter Ansatz, sind auch weitere Anstrengungen nötig, da haben Sie auch unsere Unterstützung. Doch durch zahlreiche Gespräche, auch in den Kitas, haben wir einfach oftmals das Problem, dass Absolventen der Fachschulen einfach zu wenig Praxiserfahrung haben. In den anderen Ländern gibt es mehr Praxisphasen während der Ausbildung sowie ein bezahltes Anerkennungsjahr zum Beispiel. Was die FDP sich überlegt hat, auch diesem Herr zu werden, wir werden nächstes Mal einen Antrag einbringen, wo wir praktisch konkret darauf eingehen, eine duale Ausbildung einzuführen. Das heißt also, schneller qualifizierte Erzieher auszubilden, die eine Ausbildungsvergütung bekommen und dadurch für mehr Praxiserfahrung die Kitas profitieren können. Ich freue mich, dass der Antrag zur weiteren Diskussion im Familienausschuss überwiesen wird, so wie ich das verstanden habe, oder hoffe es zumindest, dass wir weiter diskutieren können. Dafür wären wir, ansonsten stimmen wir dem